Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, das ist Ben. Und ihr seid hier auf Tupac VR. Hier geht alles rund um das Thema VR. Egal ob Gameplay, Hardware, News-Sendung, alles rund um das Thema hier. Und ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Also einmal unten auf den Abo-Button drücken, wird mir helfen und hilft vielleicht auch euch, wenn ihr mal ja, ein paar Gameplay-Videos schauen wollt oder euch über Hardware informieren wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und dann seht ihr auch öfters mal den Ben hier, ja? Der Ben? Ja, der Ben ist mein Schmusekater, der muss immer dabei sein. Und ja, ist der das Kanalmaskottchen, kann man schon sagen. Ja, Leute, ich habe mir VR Hurl angeguckt und war echt positiv überrascht. Ich habe jetzt überhaupt nichts erwartet. Es ist ein Game, wo man auf einer Plattform steht und man muss Bälle in einen Kreis werfen. Und schauen wir uns mal ganz kurz die Steam-Seite dazu an. Und ja, hier sehen wir das Ganze. Das ist der Kreis, wo der Ball halt rein muss. Und ja, hier gibt es Plattformen. Das werden nachher mehrere, aber man muss die Plattform alle berühren mit dem Ball und dann muss das erst ins Ziel, also man muss immer über den Platten drüber springen mit dem Ball und ja, hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen, auch wenn einige ja, Aufgaben oder Level schon schwierig waren, aber war echt gut. Das Spiel kostet 4,99 €, also auch nicht so viel. Unterstützt werden Index und Vive. Es ist ein Indie-Entwickler, ich dachte zuerst, es wäre ein Early-Access-Titel, ist es aber nicht, also es ist schon fertig scheinbar. Ich muss aber trotzdem den Entwickler mal anschreiben, ob er da noch ein paar Sachen verbessern könnte. Wäre gar nicht so schlecht, wenn man das einbaut, aber ich weiß nicht, ob das bei so einem alten Spiel noch passiert. Man kann sich nur wirklich im Raum bewegen, wenn man auf dieser Plattform steht. Man kann keinen Snapturn benutzen, man kann keinen Teleport benutzen, also gar nichts. Man steht auf dieser Plattform. Okay, die Plattform ist jetzt nicht so riesig. Diesen Platz sollte eigentlich fast jeder haben. Aber Snapturn sollte das Spiel schon unterstützen, denn ich habe auch einmal wieder gegen die Wand gehauen, weil ich den Ball werfen wollte. Und dazu kommt, man muss den Trigger halten, dann hat man den Ball in der rechten Hand. Man kann nicht mit der linken Hand werfen, das ist auch schon mal negativ, weil es gibt ja auch Linkshänder, genug Linkshänder, die solche Spiele auch spielen. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie ich den dann mit dem linken Trigger halten kann. Also das würde ich auf jeden Fall trotzdem den Entwickler nochmal schicken. Ich versuche mal die Adresse rauszufinden. Ansonsten echt unterhaltsames Game. Es ging jetzt, glaube ich, ja, irgendwie 45 Minuten, 50 Minuten. Dann war ich auch durch. Es hat drei komplette Kapitel. Und ja, einige Level sind leicht, einige sind schwerer. Aber ist halt ja auch eine coole Musikuntermalung. Also auch wieder was ein bisschen für ruhigere Gameplay-Sessions, sage ich mal. Wenn man einfach mal abschalten will nach der Arbeit, ist das, glaube ich, ganz richtig. Ja, mit der mit irgendeiner Oculus konnte ich jetzt nicht probieren und ja, habe ich jetzt auch nicht probiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es trotzdem funktioniert. Negativ war jetzt, man sieht die ganze Zeit die Controller und keine Hände oder so. Aber gut, wenn man das Alter sieht, 2017, da war das halt auch noch nicht so weit, ne? Muss man natürlich auch mal beachten. Aber wie gesagt, mir hat es trotzdem gefallen und für 5 Euro habe ich schon echt Schlechteres gespielt. Und ich hatte hier meinen Spaß. Gehen wir einfach ins Gameplay, schaut euch das Gameplay an und wenn euch das Spiel gefällt, ja, kauft das Spiel auch einfach, unterstützt den Entwickler dadurch. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Und los geht's. So Leute, willkommen bei VR Hurl und ja, was ist VR Hurl? Wir haben hier, können wir uns mit dem Trigger eine Kugel rufen, müssen dann quasi diese Kugel über diese Plattform oder auf diese Plattform schmeißen oder werfen und die muss dann da in dieses drehende Ziel und ja, es gibt immer verschiedene Level. Und schauen wir uns mal die Map hier an, ist einfach relativ einfach gehalten, sieht aber trotzdem irgendwie cool aus. Also mir gefällt's, die Klänge passen absolut irgendwie zum Game. Und ja, schauen wir uns das Menü mal kurz an. Also es ist auch relativ einfach gehalten, wir haben hier Assists, also wenn es mal richtig schwer wird, können wir uns hier Linien anzeigen lassen, wie man am besten diese Kugel wirft, um ins Ziel zu gelangen. Hier haben wir nochmal irgendwie so ein Feld, das habe ich noch gar nicht benutzt, was kreiert wird, um die Kugel nochmal reinzuziehen. Hier haben wir Achievements. Und
Die können wir uns dann halt freispielen. You have unused assists. Press the purple button. Hier haben wir die Level. Und Setting ist ganz einfach gehalten, also hier ist quasi gar nichts. Was mir direkt aufgefallen ist, ich kann mir die Kugel nur mit dem rechten Trigger rufen und das geht gar nicht. Also Linkshänder müssen natürlich auch spielen können und die müssen sich die Kugel mit dem linken Trigger holen. Und ja, das ist ein bisschen blöd, ist natürlich ein Indie-Titel. Ich werde mit dem Entwickler auf jeden Fall mal schreiben, dass er das noch ändern muss, dass hier ein Links- und Rechtshänder-Support reinkommt. Ja, fangen wir aber jetzt einfach mal an. Ich hoffe, ich bin gut genug. Wir können uns nicht auf der Plattform mit dem Trigger bewegen, also teleportieren, sondern müssen wirklich normal im Raum uns bewegen. Und ja, versuchen wir einfach mal locker. Ein bisschen fester. Ah, okay. Schon sind wir drin. Jetzt baut sich das ganze Tor hier auf oder Spielfeld. Okay. Einfach immer mal probieren. Ah. Okay, fangen wir mal hier an. Dass das immer so hin und her geht. Jawohl. Okay, wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ah, okay. Die Anfangslevel sind natürlich ein bisschen einfacher. Wow. Ich habe natürlich schon ein bisschen auch, 10 Minuten habe ich eben mal trainiert. Geübt, wie das Ganze hier funktioniert. Okay, das ist schon was schwieriger. Tack, tack. Und tack. Diese gelben Flächen, die lassen den Ball richtig fest abspringen. Okay, und man muss natürlich auch den richtigen Winkel erwischen. Versuch mal ein bisschen näher ranzugehen. Mehr mittig vielleicht. So, mir ist das Spiel einmal abgeschmiert. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Okay, probieren wir nochmal. Ah, ne, da war gar nichts. Ja, ja. Ah. Der erwischt den. Jawoll. Drin ist er. Okay. Also muss hier echt viel probieren. Ich denke mal, ich muss zuerst hier drauf. Probieren wir mal so, ein bisschen lockerer. Zack, zack. Ah. Da ein bisschen weiter in die Ecke rein. Power is nothing without control. Try to throw the ball at different angles. Ja, ich versuch's doch. So, warte mal, ich geh mal ein bisschen nach vorne. Yes! Hat doch lang genug gedauert. Okay, das hatte ich noch überhaupt nicht. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich denke, von da auf das und das, zack, 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 müssen wir jetzt echt mal versuchen. Okay, war gar nicht so schlecht. Ist echt wichtig, wann der da aufkommt, um den weiterzuleiten. Da ist der Winkel extrem wichtig, dass er da unten auch drauf kommt. Ne, ich glaube, das hat jetzt nichts mit meiner Position zu tun. Oh, wie knapp war das denn jetzt? Okay, nochmal.
Yes. Man braucht natürlich ab und zu ein paar mehr Würfe, aber soll ja auch nicht so einfach sein, oder? Ah, okay. Nochmal. Bisher war es gar nicht so schlecht. Ich habe auf jeden Fall immer die andere Plattform noch getroffen. Aber dann habe ich ein bisschen zu wenig Power. Das war zu viel Power. Ah. Okay, nochmal. Der sitzt. Sehr gut. Was haben wir jetzt? Das wird gar nicht so einfach. Müssen wir auch noch Timing haben, damit der dann quasi unten ist. Jetzt. Komm. Jawohl. Also wir können den auch nicht... Irgendwie, man kann den natürlich da auch reinschmeißen, aber das zählt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier hinkriege. Aber zählt nicht, wir müssen wirklich über die Platten. Wäre auch ein bisschen einfach sonst. Okay, warte mal. Jetzt, wenn der weg... Ah, okay. Also wenn der weg rausfährt, dann müssen wir werfen. Um den irgendwie... Ein bisschen noch warten. Jetzt. Okay, noch ein bisschen mehr und nicht so feste werfen. Okay. Komm, komm. Der war knapp. Der war nicht zu... Der hätte mittiger sein müssen. War zu sehr am Rand. Power is nothing without control. Ja, weiß ich. Try to throw the ball at different angles. So, nochmal, komm. Der muss sitzen jetzt. Oh, der war knapp. Komm, komm drauf. War gar nicht mal so schlecht. Drauf. Oh, der war ja einfach. Oder ich habe einfach nur Glück gehabt. Der wird schon ein bisschen schwieriger jetzt. So, jetzt müssen wir uns wirklich vom Winkel her anpassen. Sonst haut er gar nicht hin. Ja, 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 ja. You have unused assists. Press the purple button if you would like to use them. Okay, wie sollen wir den denn? Echt einfach nur. Aber sind ja keine Plattformen mehr. Ach, guck dir das an. Da hinter uns ist auch noch was. Das ist ja mal. Okay, jetzt müssen wir echt gut überlegen. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Naja, wir müssen echt mittig bleiben. Aber es ist nicht so einfach, die andere Platte dann da zu erwischen. Naja. Also hier wünsche ich mir definitiv noch, ja, Free Locomotion oder Teleport von mir aus und natürlich auch Snap-Turn, ne? Das sollte der Entwickler schon noch einbauen.
Hätte ich jetzt noch diesen Achievement aktiv, diesen Bonus. Power is nothing without control. Der kommt gut. Der kommt gut. Yes, yes, yes. Okay. Wenigstens wissen wir schon mal, dass wir uns umdrehen müssen, ne? Hui. Okay, der muss natürlich ein bisschen eleganter in der Mitte. So, das sieht doch ganz gut aus, oder? Okay, dann ein bisschen weniger Power vielleicht. Boah, der ist schnell, die Plattform hier. Ich glaube, da gibt nichts, oder? Nee. Auf keinen. Der könnte. Knapp. Der könnte. Ja, könnte aber auch. Scheiße. Okay, der war gar nicht schlecht. Fehlerhaft. Okay. Oh, da muss er extra Punkte geben. Muss natürlich auch genauso aufkommen. Also an dem verzweifle ich hier. So, der ist nur ein bisschen zu weit links, aber... Ach, drin. Boah. Okay. Probieren wir einfach mal. Ganz locker. Hier müssen wir jetzt auch noch Timing haben. Der kommt. Wow. These are portals. Throw the ball into a portal and it will exit out of the other one. So. Okay, wir probieren mal so. Da ist nichts mehr, ne? Neben uns oder so. Der ist gut. Okay, der war gar nicht so schlecht. Power is nothing without control. Try to throw the ball at different angles. Komm, komm, komm. Erst rennen. Hier, wir öffnen halt einfach da rein. Mann. Nee, der Winkel ist mal ganz falsch. Ja? Wie man als letztes Mal gemacht hat. Also man müsste die selbst wegmachen können. Der war gut. Guck mal, der wäre ja fast reingegangen. Bisschen weniger Power? Okay. Also sobald man ein bisschen irgendwas ändert, hat man einen komplett anderen Wurf. Gar nicht so einfach. Aber der ist drin. Okay, hier muss ich wieder aufpassen. Probieren wir jetzt mal. Ja! Oh, jetzt spielen wir nur noch von hier aus, okay. Okay.
mittig einfach. Mal gucken, was er macht. Wie schwer ist das denn bitte? Der wäre auch noch fast reingegangen. Okay. Also erst auf den. Dann auf den. Dann in die Mitte. Und rein. Komm. Yes. Okay, ich wollte gerade sagen, so einfach macht das Spiel mir das nicht. Nee? Und drin. Nice. Nice and easy. You have unused assists. Press the purple button if you would like to use them. Jetzt da rein? Und dann von da aus, okay. Ich verstehe. Verstehe zwar, was sie von mir wollen, aber die Umsetzung ist schwierig. So. Das Spiel wäre der Horror, wenn man nur drei Würfe oder so hätte. Also ich würde fast sagen, dass man hier anfangen muss. Da rein? Okay. Könnte besser klappen. Nein, der geht komplett weg, oder? Ja. Komm, bitte. Nein. Der war doch schon echt gut. Verdammte Axt. Wow. You have unused assists. Press the purple button if you would like to use them. Ja Leute, ich würde sagen, ich höre jetzt hier auf. Also wir haben ja hier Level. Ne, Chapter, wir sind bei Chapter 3 schon. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Komm, wir machen den. Die beiden machen wir noch und dann gucken wir mal, ob es noch eins gibt. Wir probieren mal was. Das wäre geil, wenn er jetzt direkt reingeht. Warum auch? So, der ist schön mittig. So, jetzt sind wir beim. Gucken wir uns mal kurz an, Level 13 und mal schauen, ob danach Ende ist. Ansonsten hören wir nämlich auf. Ich würde sagen, wir müssen hier erst ran.
Da drauf und dann da rein und dann schießt der den. Ja. So wird's aussehen. Vermute ich. Ja, komm. Haben wir das Ende erreicht? Welcome to Hurl VR. Simulation 1523. Ich glaube, wir haben echt das Ende erreicht. Ja, cool, gut, dass ich nicht aufgehört habe. Weil das ist eigentlich das Anfangslevel. Und jetzt haben wir wieder Level 1. Also, wir haben 4 Kapitel. Also, ja, 1, 2 und ja, 3. 3 komplette Kapitel, so, nicht 4. Ich dachte, es kommt noch ein viertes. Aber trotzdem, also für 4,99 € habe ich echt schon Schlechteres gespielt. Ist ein schönes Geschicklichkeits-Game, meiner Meinung nach. Man muss überlegen, wie man wirft, wie fest und so weiter. Macht Spaß und ich kann nur sagen, für 4,99 € finde ich echt gerechtfertigt. Cooler Preis. Spieldauer könnte jetzt ein bisschen länger sein, aber trotzdem echt genial. Ich weiß nicht, ob noch andere Level dazu kommen, weil es ein Early Access Titel. Wenn ich was rausfinde, packe ich es einfach in die Beschreibung oder unter die Kommentare pinne ich dann was an. Ich versuche es mal rauszufinden, ob das wirklich das Ende ist oder ob noch Updates folgen und Erweiterungen. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich so ein bisschen verzweifeln zu sehen. Und ich finde das Spiel echt cool. Für den Preis kann man echt nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Hat hier und da natürlich ein paar Mängel. Snapturn fehlt, Teleport fehlt. Man könnte hier auch ein bisschen Teleporting machen, dass man so ein bisschen weiter kann. Also man braucht schon ein bisschen Platz. Aber ansonsten echt cool. Ich schreibe auf jeden Fall mal den Entwickler und wie gesagt, wenn ich da irgendwie was rausfinde, packe ich es auf jeden Fall in die Beschreibung oder pinne es an den Kommentaren an. Ja, Leute, wie gesagt, wenn euch es gefallen hat, würde ich mich auf ein Like freuen, würde mir helfen, im YouTube-Ranking weiter hochzukommen und ihr bewertet damit nicht das Spiel, sondern ihr unterstützt damit meinen Kanal. Und natürlich würde ich mich auch auf Kommentare freuen. Was haltet ihr von dem Game hier? Ist das was für euch? Ist es nichts für euch? Habt ihr auch gerne solche Spiele? Also ich spiele sowas echt gerne. Ist auch ein bisschen beruhigend meiner Meinung nach. Ja, ich weiß. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auf ein Abo freuen. Also jetzt mal auf den Abo-Button drücken. Wäre echt nice von euch. Und ja, ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann.